Ich hatte immer noch nicht das Bewusstsein ganz wieder erlangt. Dennoch spürte ich am ganzen Körper einen stechenden Schmerz. Mit aller Kraft wehrte ich mich gegen den lauten und eindringlichen Befehl, endlich wieder ins Leben zurückzukehren. »Komm, mein Kleines, nun mach schon!« Die Stimme gehörte einer Frau und wurde von einem kräftigen Klaps auf meine Wange begleitet. Ich machte einen schwachen Versuch, mich gegen diese unwürdige Behandlung zur Wehr zu setzen, brachte aber nur ein leises Stöhnen hervor, woraufhin eine tiefere Stimme meinte, »Sehen Sie, sie wird bald wieder zu sich kommen.« Ich spürte einen leichten Druck auf meinen Augenlidern, und dann hörte ich die tiefere Stimme sagen, »Machen Sie Ihre Arbeit ruhig erst fertig, Schwester. Ich werde so lange bei ihr bleiben. Vielen Dank, Herr Doktor.« Ich klammerte mich verzweifelt an den Zustand des Dahindämmerns in der unbestimmten Angst, dass das vollständige Erwachen nichts anderes als Enttäuschung und Schmerzen mit sich bringen würde. Aber schließlich konnte ich mich nicht länger wehren. Ich öffnete meine Augen und blickte in ein freundliches, etwas älteres Gesicht, das dicht über mich gebeugt war. »Haben Sie sich also doch endlich entschlossen, wieder zu uns zurückzukehren?« Als Antwort brachte ich mühsam ein paar Worte heraus, die meine Unklarheit über die eigene Situation deutlich machten. »Was ist los? Wo bin ich?« Auf meiner Bettkante saß ein Mann in weißem Kittel, der mich aus graublauen Augen freundlich anlächelte und meine Hand hielt. »Sie befinden sich im Krankenhaus. Was passiert ist? Nun, das wollen wir eigentlich gern von Ihnen erfahren.« Ich kramte angestrengt in meinem Gedächtnis, fand aber nichts, rein gar nichts. »Ich weiß es nicht.« Meine Stimme zitterte, nicht allein vor Schwäche, nein, mich befiel plötzlich eine panische Angst. Ich konnte mich an nichts erinnern. Der Arzt nickte verständnisvoll mit dem Kopf und zog einen Schreibblock und einen Stift aus der Tasche. Er schien gemerkt zu haben, wie mir zumute war, denn seine Stimme bekam noch einen freundlicheren Klang. »Na, dann fangen wir am besten ganz einfach einmal von vorn an. Sagen Sie mir erst einmal, wie heißen Sie eigentlich?« Ich starrte ihn entgeistert an. »Kennen Sie meinen Namen denn nicht?« »Nein, deswegen würde ich ihn ja gerne von Ihnen hören.« Seine Bemühungen, mir diese Information zu entlocken, schlugen fehl. Ich versuchte krampfhaft, mich zu erinnern, mein Gedächtnis anzuregen. Ich durchkämmte jeden Winkel, fand aber auch nicht den geringsten Anhaltspunkt. Ich grübelte eine Ewigkeit, bis ich schließlich resigniert antwortete, »Ich kenne meinen Namen nicht.« Er berührte vorsichtig meine Hand, die wie leblos auf der Bettdecke lag. »Erinnern Sie sich daran, dass Sie gefallen sind?« »Gefallen?« fragte ich verwundert. »Ja, Sie wurden am Fuß einer Treppe oben bei der Steilküste gefunden, die hinunter zum Strand führt.« »Zu welchem Strand?« Er schien meine Frage zu überhören. »Irgendjemand muss den Unfall beobachtet haben«, fuhr er mit gleichmäßig ruhiger Stimme fort. »Man hat einen Krankenwagen gerufen. Wer könnte das wohl gewesen sein?« Hilflos drehte ich meinen Kopf auf dem Kissen hin und her. Ich wusste es nicht, ich wusste nichts, außer dass ich mich hundeelend fühlte und mir alles wehtat, so als hätte ich mir jeden Knochen gebrochen. Der Arzt erhob sich und meinte beruhigend, »Na, es hätte noch schlimmer kommen können. Sie haben zwar das Bewusstsein verloren und Ihr ganzer Körper ist mit Blutergüssen übersät, aber Sie können von Glück sagen, dass Sie sich nach so einem Sturz nicht alle Knochen gebrochen haben. Sie haben wirklich einen Schutzengel gehabt.« Er zögerte, bevor er schließlich doch noch eine weitere Frage stellte. »Gehen Sie normalerweise ohne Handtasche aus?« »Ich weiß es nicht.« Wieder musste ich ihm diese stereotype Antwort geben. Er seufzte. Was für ein vertrauenserweckender Mensch er doch war. Sogar sein Seufzen klang freundlich. »Ruhen Sie sich jetzt erst einmal aus und machen Sie sich nicht allzu viele Gedanken über Ihren jetzigen Zustand. Nach und nach wird Ihnen schon alles wieder einfallen. Diese Gedächtnisstörung hat man oft nach einem Schock. Die Schwester wird Ihnen jetzt erst einmal eine Injektion machen und danach werden Sie lange und tief schlafen.«
Ich wollte um keinen Preis in der Welt, dass er mich jetzt verließ. Ich hatte Angst davor, in diesem Nichts von Erinnerungen zu sein. Verzweifelt suchte ich nach einer Möglichkeit, ihn noch ein wenig zum Bleiben zu bewegen. Plötzlich fiel mein Blick auf einen goldenen Anhänger an einer Kette, die auf meinem Nachttisch lag. Ich schien also doch noch nicht völlig den Verstand verloren zu haben, denn ich erkannte auf dem Anhänger ein Sternzeichen, einen Skorpion. Ich konnte meinen Blick nicht davon abwenden. Der Arzt musste gemerkt haben, dass mein Blick an diesem Gegenstand hängen blieb, denn er erklärte beiläufig: »Ach ja, das ist das Einzige, was wir bei Ihnen gefunden haben und das uns vielleicht weiterhelfen könnte.« Sie hielten den Anhänger fest umklammert in der Hand. Die Kette war gerissen. »Gehört sie Ihnen?« Tränen der Hilflosigkeit kullerten mir die Wangen herunter. »Ich weiß nicht.« Wie oft hatte ich diese Worte nun schon gesagt? Er nickte mir noch einmal mitfühlend zu, die Hand bereits an der Türklinke. »Wirklich, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Sie werden Ihr Gedächtnis ganz bestimmt wiederfinden. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber sehr bald. Übrigens kümmert sich ja auch die Polizei darum, Ihre Identität herauszufinden.« Dann blickte er mich noch einmal vielsagend an. »Es ist nur ein Jammer, dass wir das Baby nicht retten konnten.« »Das Baby?« Erschreckt schaute ich zu ihm auf. »Ja, Sie waren im dritten Monat schwanger«, erklärte er, und damit war er auch schon verschwunden. Ich war allein und außerstande, mit dem, was der Arzt mir soeben eröffnet hatte, fertig zu werden. Zunächst verspürte ich Erleichterung. Ich war also verheiratet, ich gehörte zu jemandem. Jemand würde kommen, um mich zu holen und mir sagen, wer ich bin. Dann aber blickte ich herab auf meine Hände. Sie waren zwar sehr gepflegt, trugen aber keinen Ehering, und von neuem beschlich mich eine unsagbare Furcht vor dem Unbekannten, vor dieser weißen Wand des Vergessens. Ich war unendlich froh, als die Krankenschwester kam und mich wieder in ihre Obhut nahm. Bevor sie mich erneut in einen Tiefschlaf versetzte, richtete ich noch eine Bitte an sie. »Könnten Sie mir vielleicht einmal die goldene Kette mit dem Anhänger herüberreichen?« Sie nahm die Kette vom Nachttisch und ließ den Skorpionanhänger hin und her baumeln, so dass das Sonnenlicht auf ihm reflektiert wurde. »Sehr hübsch«, meinte sie. »Ja«, gab ich zu. »Sind Sie abergläubisch?« fragte sie schließlich, und ich murmelte kaum hörbar: »Scheinbar muss es wohl so sein.« Nun, das war doch jedenfalls ein Anhaltspunkt, ein winziger. Sicherlich war ich abergläubisch. Warum sonst diese Sternzeichen? Irgendwie hatte ich das Gefühl, den Anhänger schon einmal gesehen zu haben. Aber wo? Ich umklammerte ihn fest mit meiner Hand, in der Hoffnung, dass die Berührung mit diesem Gegenstand die verloren gegangene Verbindung zur Vergangenheit wiederherstellen würde. Beim Erwachen wollte ich endlich wissen, wer ich war, was ich war und vor allem, was passiert war. Mit diesem Wunsch auf den Lippen entschwanden meine Sorgen und ich versank wieder in eine tiefe Bewusstlosigkeit. Mitten in der Nacht wachte ich auf. Eine Nachtleuchte warf Schatten an die Decke und für einen Moment war mir nichts anderes bewusst als die Tatsache, dass mein Körper völlig steif war und bei jeder noch so kleinen Bewegung schmerzte. Dann aber brach die Wirklichkeit über mich erbarmungslos herein und die Schatten wurden zu Peinigern aus einer Vergangenheit, die ich nicht zu erfassen vermochte. Ich schrie auf und sofort stürzte eine junge Schwester ins Zimmer. »Um Himmels Willen, ich hatte schon Angst, Sie wären aus dem Bett gefallen. Machen Sie Licht an, bitte«, flehte ich sie an. »Ich bin eigentlich nicht befugt. Bitte!« Der Klang meiner Stimme musste ihr meine Angst deutlich gemacht haben, denn plötzlich war das Zimmer hell erleuchtet. Die Schwester war noch jung, vielleicht 18 oder 19, nicht älter, als ich selbst wahrscheinlich war. »Sie sind erst letzte Nacht eingeliefert worden, nicht wahr?« Sie ging zum Fußende des Bettes und betrachtete die Tafel, auf der einige Daten meiner Krankengeschichte vermerkt waren. »Wirklich traurig, dass Sie Ihr Baby verloren haben. Übrigens, man hat ganz vergessen, Ihren Namen hier auf die Krankenkarte einzutragen.« »Den kennt keiner, nicht einmal ich selbst«, erwiderte ich bitter und fühlte Tränen aufsteigen. Die Nachtschwester gebrauchte fast genau dieselben Worte wie der Arzt.
Ach, machen Sie sich nur keine Sorgen. Das wird alles schon wieder in Ordnung kommen. Oft verlieren Menschen nach einem Schock vorübergehend das Gedächtnis. Während sie dies sagte, schüttelte sie meine Bettdecke auf. Es werden Freunde und Bekannte kommen und mit ihnen reden. Und plötzlich fällt es ihnen dann wie Schuppen von den Augen. Sie war so liebenswürdig und trotzdem flößten ihre Worte mir wenig Vertrauen ein. Ich hielt das Sternzeichen noch immer fest umklammert. Wie schmerzlich war es, feststellen zu müssen, dass all meine Hoffnungen sich als trügerisch erwiesen hatten. Der Anhänger hatte mir nicht dazu verholfen, mein Erinnerungsvermögen zurückzugewinnen. Morgens kam der Arzt wieder. »Na, wie geht's uns denn heute?« Ich stöhnte auf, als ich versuchte, mich aufzurichten. »Hat irgendjemand?« Er wusste, was ich sagen wollte, und verweilte noch einen Augenblick an meinem Bett. »Noch nicht.« Seine Stimme war voller Mitgefühl. »Aber wenn?« Ich konnte kaum weitersprechen. »Wenn sich nicht bald jemand meldet, werden wir versuchen, Erkundigungen bei den hiesigen Ärzten einzuholen. Sie werden doch sicher einen von ihnen aufgesucht haben, um einen Schwangerschaftstest machen zu lassen.« »Und wenn nichts dabei herauskommt?« Ich sah mich schon als namensloses Wesen ohne Vergangenheit umherirren. Dieser Gedanke ließ mich erschaudern. »Nur mal langsam«, beruhigte er mich mit ernster Stimme. »Sie dürfen die Dinge nicht überstürzen. Die Zeit ist auf Ihrer Seite. Im Augenblick sind Sie völlig verwirrt, aber Sie werden sehen, dass irgendeine Person oder gar ein noch so unbedeutender Gegenstand Ihnen urplötzlich Ihre Erinnerung wiedergeben wird. Wichtig ist nur, dass Sie sich darüber im Augenblick keine Sorgen machen.« Ich konnte ihm einfach keinen Glauben schenken und ich hatte bis jetzt ja auch wirklich nicht die geringste Veranlassung, mir Hoffnungen zu machen. Als aber die Schwester an einem der nächsten Tage kam, um mir mitzuteilen, ich hätte Besuch, brach ich vor lauter Erleichterung in Tränen aus. Endlich, endlich kam jemand, der genau wusste, wer ich war, der mich vielleicht sogar liebte. Ich wurde ganz euphorisch bei dem Gedanken daran, endlich ein mir vertrautes Gesicht zu sehen. Mühsam fuhr ich mir mit der Bürste durch das Haar, um es wenigstens ein wenig in Form zu bringen. Meine Stirn glühte vor Aufregung. »Würde mich nicht wundern, wenn das Ihr Freund ist«, meinte die Schwester vielsagend. Umso war der Schock, als ich feststellen musste, dass der gut aussehende Mann, der ins Zimmer trat, für mich ein völlig Fremder war. Groß und schlank war er, hatte dichtes blondes Haar und einen reifen Gesichtsausdruck. Vorsichtig näherte er sich dem Bett und begrüßte mich mit ruhiger Stimme. »Hallo, Sabrina«, mich überkam eine ungeheure Verzweiflung. Sein Blick und seine Stimme gefielen mir, doch trotz der Sympathie, die ich ihm entgegenbrachte, hatte ich nicht das Gefühl, ihn jemals zuvor gesehen zu haben. War dies der Vater des Kindes, das ich verloren hatte? War dies mein Geliebter? Hatten wir einander so nahe gestanden, wie ein Mann und eine Frau es nur tun können? »Hallo«, erwiderte ich mit spröder Stimme. Es gelang mir einfach nicht, meine Enttäuschung zu verbergen. Er setzte sich auf den Stuhl neben mein Bett und strich mir sanft über das Haar. »Man hat mir erzählt, du hättest eine Gehirnerschütterung und vorübergehend die Erinnerung verloren.« Er legte besondere Betonung auf das Wort »vorübergehend«. Das war mehr, als ich ertragen konnte. Mit meiner Selbstbeherrschung war es endgültig vorbei. Ich brach in Tränen aus und schämte mich nicht. »Ich weiß nicht einmal, wer ich bin, wer Sie sind.« Voller Mitgefühl ließ er mich erst einmal ausweinen und drückte mir sogar ein Taschentuch in die Hand. Nachdem ich mich ein wenig gefangen hatte, begann er mit beruhigender und klarer Stimme zu erzählen. »Dein Name ist Sabrina Kerber. Du arbeitest in einer Fabrik, nicht weit von hier, als Sekretärin. Und ich bin Tobias Kainz, dein Kollege.« Er machte eine Pause, offensichtlich um mir die Möglichkeit zu geben, dass das Gesagte erst einmal zu verarbeiten war. Dann fuhr er fort. »Als du unentschuldigt im Dienst fehltest, was sonst eigentlich gar nicht deine Art ist, habe ich bei dir angerufen. Deine Mitbewohnerin erzählte mir, du seist vor ein paar Wochen zuvor ausgezogen. Sie hatte keine Ahnung, wo du steckst.
Ich fing an, mir Sorgen zu machen und begann, Nachforschungen anzustellen. Als ich durch Zufall von dem Unfall hörte, kam mir voller Schrecken der Gedanke, dass es sich möglicherweise um dich handeln könnte. Und deswegen kam ich hierher. Meine Blicke hingen an ihm und ich bemühte mich, jedes Detail an ihm, vor allem das, was er sagte, wie ein Schwamm in mich aufzusaugen. In mir wuchs die Hoffnung, mich mit einem Mal an alles Vergangene wieder erinnern zu können. Er hegte scheinbar dieselbe Hoffnung, denn er sah mich fragend an. Am liebsten hätte ich ihn angefasst, um mir Gewissheit darüber zu verschaffen, dass er auch wirklich existierte. Doch das war gar nicht nötig, denn plötzlich fühlte ich seine Hand kühlend auf meiner Stirn. Mich interessierte brennend, ob wir jemals ineinander verliebt gewesen waren, denn ich setzte voraus, dass ich den Vater meines Babys geliebt hatte. Aber ich konnte einem mir völlig fremden Mann doch unmöglich eine derartige Frage stellen. Der Arzt sagte, ich solle heute nicht allzu lange bleiben, um dich nicht zu überanstrengen. Aber morgen, ich werde dich morgen wieder besuchen. Dann beugte er sich zu mir hinunter und küsste mich auf die Lippen, ganz vorsichtig und sanft. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich diesen Moment schon herbeigesehnt habe, sagte er. Im gleichen Augenblick fragte er mich, welchen Grund es wohl gab, dass ich mich nicht schon viel früher von diesem gutaussehenden, sympathischen Mann hatte küssen lassen. Die Antwort darauf wusste ich nicht, aber eines war mir jetzt völlig klar. Tobias Kainz war niemals mein Geliebter gewesen. Noch lange nachdem Tobias gegangen war, lag ich reglos da und eine Unmenge von Gedanken schwirrten mir durch den Kopf. Wenn Tobias Kainz nicht mein Geliebter war, wer war es dann? Ein Mann, dem nicht viel daran lag, mich ausfindig zu machen? Wenn es Tobias geschafft hatte, mich ohne viel Mühe zu finden, warum gab sich der andere dann nicht dieselbe Mühe? Wollte er vielleicht nichts mehr von mir wissen? Ich bekam wieder Fieber und hatte es nur dem Schlafmittel, das mir die Schwester injizierte, zu verdanken, dass ich vorübergehend von meinen quälenden Gedanken erlöst wurde. Tobias kam am nächsten und am übernächsten Tag und jedes Mal blieb er mindestens eine Stunde. Er erzählte mir Dinge aus der Vergangenheit, kleine Begebenheiten aus unserem Büroalltag, wie zum Beispiel, dass ich irgendwann einmal Kaffee über die Papiere auf seinem Schreibtisch verschüttet habe und wir beide deshalb bis spät in die Nacht einen eiligen Bericht hatten neu schreiben müssen. Außerdem brachte er meine Bewerbungsunterlagen aus der Personalabteilung mit, sodass ich meinen Lebenslauf, alle wichtigen Daten meiner Vergangenheit entnehmen konnte. Was ich da las, stimmte mich ziemlich traurig. Ich war erst vor einiger Zeit zusammen mit meinen Eltern in die Stadt gezogen. Vater und Mutter kamen kurz darauf bei einem Autounfall ums Leben und ich musste alleine zurechtkommen. Dann bin ich also ganz allein auf dieser Welt, seufzte ich und hatte tiefes Mitgefühl mit diesem Mädchen, das ich nicht zu kennen glaubte und das doch ich selbst war. So ungefähr. Was geschah nun weiter, wollte ich wissen. Dann bist du in eine WG gezogen, aber du bist nicht lange geblieben. Ich erfuhr noch mehr, nämlich, dass ich ursprünglich aus München kam, dass ich die Realschule besucht hatte und einigermaßen gut Handball spielte, in einem Verein. Verzweifelt versuchte ich, das Bild von mir zu vervollständigen, aber es war, als ob ich ein Puzzlespiel zusammensetzte, das so lange keinen Zusammenhang ergab, bis ich nicht ein winziges, aber anscheinend sehr bedeutungsvolles Teilchen eingefügt hatte, das dem Ganzen einen Sinn gab. Jetzt kannst du dir also ein Bild machen von dem Mädchen, das du bist, oder? Fragte Tobias erwartungsvoll. Von dem Mädchen, was ich war, korrigierte ich ihn. Und in Gedanken fügte ich hinzu, dass ich wirklich eine ziemlich dumme Gans gewesen sein musste. Da interessierte sich offensichtlich ein so fabelhafter Mann wie Tobias für mich, aber statt seine Gefühle zu erwidern, hatte ich mich anscheinend einem anderen Mann hingegeben und von ihm sogar ein Kind erwartet. Eine weitere wichtige Information entnahm ich meinem Lebenslauf. Das Sternzeichen des Skorpions gehörte nicht zu mir, denn ich hatte im April Geburtstag. Aber das erzählte ich niemandem. Schließlich legte Tobias die Papiere beiseite und sah mich besorgt an. Der Arzt sagt, es sei möglich, dass du dich an nichts erinnern kannst,
weil du dich nicht erinnern willst, meinte er nachdenklich. Was sagst du dazu? Das ist nicht wahr, wehrte ich mich. Er nannte es eine durch das Unterbewusstsein hervorgerufene Blockierung. Welchen Grund konnte ich nur haben, das Vergangene unbewusst verdrängen zu wollen? Dabei wünschte ich mir doch wirklich nichts sehnlicher, als mich endlich wieder zu erinnern. Tobias und ich redeten aber nicht nur über mich und meinen Zustand, sondern sprachen auch über vieles andere. So erzählte er mir unter anderem zu meinem Erstaunen, dass er geschieden sei. Meine Frau und ich kamen einfach nicht mehr miteinander zurecht, erklärte er, und seitdem sei sein Leben weitgehend von seiner Arbeit ausgefüllt. Zumindest im Augenblick, fügte er nach einem kurzen Zögern hinzu. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sein Blick fragend auf mich gerichtet war, während er dies sagte. Nach 3 Tagen begann ich langsam, mich mit dem Gedanken abzufinden, ein Mädchen ohne Identität zu sein. Meine Resignation wich einer Phase der Aktivität. Ich fing sogar langsam wieder an, mich um meine äußere Erscheinung zu kümmern. Die Schwester, die mir einen Kamm und mein Make-up brachte, meinte aufmunternd, das sei das beste Zeichen dafür, dass ich mich auf dem Wege der Besserung befände. An jenem Tag bekam ich einen zweiten Besucher. Tobias wollte sich gerade verabschieden, als ein Mann ins Zimmer trat und lächelnd auf mein Bett zukam. Seinem Begrüßungskuss nach zu urteilen, wollte er deutlich zeigen, dass er es war, zu dem ich gehörte. Er sah mich mit seinem dichten braunen Haar und den fast schwarzen Augen, die einen faszinierend geheimnisvollen, leicht spöttischen Ausdruck hatten, an. Er sah auffallend gut aus. Von seiner Erscheinung her stellte er Tobias Kainz bei weitem in den Schatten. Und ich weiß nicht, ob dies nicht vielleicht sogar der Grund dafür war, dass ich ihm gegenüber ein undefinierbares Gefühl der Angst verspürte. Die beiden Männer gaben sich über mein Bett hinweg die Hand, aber obwohl sie sich offensichtlich kannten, entdeckte ich bei beiden eine gewisse Zurückhaltung. Rückblickend habe ich festgestellt, dass ich während dieser schrecklichen Zeit, die ich als niemand durchmachte, unbewusst sozusagen zu meinem Schutz einen 6. Sinn entwickelte, der jedem Wort und jeder noch so kleinen Bewegung enorm viel Bedeutung zukommen ließ. Dieser 6. Sinn sagte mir warnend, dass die beiden Männer einander nicht mochten, auch wenn sie sich jetzt zulächelten und schöne Worte machten. Hallo Tobias. Hallo Andreas. Ich habe heute erst von dieser schrecklichen Geschichte erfahren und bin sofort hergekommen. Der Fremde blickte auf mich herab und berührte meine Hand, die wie immer krampfhaft den Kettenanhänger umschloss, meine einzige konkrete Verbindung zur Vergangenheit. »Was macht mein dummes kleines Mädchen da bloß für Geschichten?« Ich starrte ihn fassungslos an. »War dies der Mann? War das mein Geliebter?« Seinem Benehmen nach zu urteilen schien das der Fall zu sein. »Aber warum schreckte ich dann fast instinktiv vor seiner Berührung zurück?« Tobias stand die ganze Zeit an der Tür, ohne das Zimmer zu verlassen, so, als wollte er mich ungern mit dem für mich Fremden alleine lassen. Nachdem er schließlich doch gegangen war, wurde ich über die Beziehung zwischen uns dreien aufgeklärt. Wir arbeiteten alle in derselben Firma. Tobias als Prokurist, ich, wie er mir schon erzählt hatte, als seine Sekretärin und... ja, als Andreas, als Vertreter. Ich war auf Reisen, verstehst du? Deswegen habe ich erst jetzt von deinem Unfall gehört. Er nahm meine Hand in die seine und fragte ganz beiläufig, was hast du denn überhaupt am Strand gemacht? Als ich wortlos meinen Kopf schüttelte, lächelte er vielsagend. Du erinnerst dich nicht daran, oder? Nein. Ich fühlte mich hundeelend. Ach, das ist halb so schlimm. Ich werde mich schon um dich kümmern, so wie ich es immer getan habe. So? Hast du das? Fragte ich argwöhnisch. Nicht einmal daran entsinnst du dich? Seine Stimme wurde sanft. Nun, als du zu uns in die Firma kamst, machtest du einen ziemlich verlorenen Eindruck und wie es der Zufall so wollte, war ich derjenige, dem du dich nach und nach in jeder Beziehung anvertrautest. Habe ich das getan? Er beugte sich zu mir herunter und küsste mich.
Du fandest dich anfangs bei uns überhaupt nicht zurecht. Du warst völlig weltfremd und unerfahren. Einen Augenblick herrschte Schweigen. Dann nahm ich all meinen Mut zusammen. Dann war das Kind also von dir? Andreas verbarg sein Gesicht in meinen Haaren und flüsterte mir zärtlich ins Ohr. Das ist sicher eine sehr traurige Geschichte, aber es bedeutet doch nicht das Ende der Welt. Es wird noch viele andere Gelegenheiten geben. Wir werden auch in Zukunft eine herrliche Zeit haben. Und eines Tages... Mein Verstand wehrte sich hartnäckig dagegen, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen, solange ich noch nicht einmal Klarheit über die Vergangenheit hatte. Ich ließ Andreas weiter über unsere gemeinsamen Pläne reden, ohne ihm überhaupt richtig zuzuhören. Mir wäre es lieber gewesen, er hätte mir ein wenig über unsere gemeinsame Zeit vor meinem Unfall berichtet, in der Hoffnung, dass ich vielleicht in seinen Erzählungen wie durch ein Wunder auf etwas stoßen würde, das mir wieder zur Erinnerung verhelfen könnte. Gerade in dem Moment, als seine Ausführungen über unsere Pläne anfingen, interessant zu werden, trat die Schwester ins Zimmer und sagte ihm, er müsse jetzt gehen. Ich dürfte mich noch nicht überanstrengen. Dieser Mann und dieses Mädchen, das mir noch immer so fremd war. Hatten sie vor zu heiraten? War es das, was er hatte sagen wollen? Nachdem er gegangen war und mich so von seiner für mich erstaunlicherweise so störenden Anwesenheit befreit hatte, vermochte ich wieder klare Gedanken fassen. Warum nur war ich von dieser Idee nicht hell begeistert? Ein gutaussehender junger Mann nimmt sich eines namenlosen, alleinstehenden Mädchens an. Das war doch wie im Märchen. Nach weiteren 4 Tagen durfte ich das Krankenhaus verlassen. Mittlerweile hatte Tobias aufgehört, mich zu besuchen. Statt seiner kam Andreas jeden Tag. Er war es auch, der mich am Tag meiner Entlassung abholte. Als wir im Auto saßen, wollte ich verständlicherweise von ihm wissen, wohin wir eigentlich fuhren. Zu mir natürlich. Er ließ den Motor an. In diesem Augenblick war ich ihm unendlich dankbar, dass er sich um mich kümmerte. Ich hatte Angst davor, in einer für mich völlig fremden Umgebung hilflos auf mich selbst angewiesen zu sein. In seiner Junggesellenwohnung lag in einem sehr schönen alten Haus und bestand aus 2 winzigen Zimmern mit Küche und Bad. Nun gut, sie war nicht gerade ein Palast, aber sie war sehr behaglich eingerichtet. Ich ging langsam umher und tastete alles ab, wie ein Blinder, der seine Umgebung erforscht. Bin ich früher schon hier gewesen? Andreas lachte auf. Du hast doch hier gewohnt. Ich habe wirklich hier gewohnt? Um mir den Beweis dafür zu liefern, dass das, was er sagte, auch wirklich den Tatsachen entsprach, öffnete er einige Schubladen, in denen Nachthemden, Slips, BHs ordentlich gestapelt waren. Er reichte mir auch eine Handtasche, die angeblich mir gehörte. Ich ging ins Schlafzimmer und starrte auf das riesige Doppelbett. Hatten wir hier miteinander geschlafen? War das Kind, das ich verloren hatte, hier gezeugt worden? Wie war es nur möglich, dass die Erinnerung an so weltbewegende Ereignisse, an eine so enge zwischenmenschliche Beziehung, wie weggeblasen war? Wieder und wieder ließ ich den Kettenanhänger in meiner Rocktasche durch die Finger gleiten. Seit ich ihn im Krankenhaus auf meinen Nachttisch entdeckt hatte, trug ich ihn immer bei mir. Ich unternahm verschiedene Versuche, Andreas nach der Bedeutung dieses Sternzeichens zu fragen, aber jedes Mal, wenn ich anfing, über unsere Vergangenheit zu reden, wich er mir aus. Es schien ihm nichts auszumachen, mich so zu akzeptieren, wie ich jetzt war, als Mädchen, ohne jegliche Vergangenheit. Hätte ich nicht glücklich darüber sein sollen? Wir aßen zusammen zu Abend und Andreas erwies sich als guter Unterhalter. Als wir zusammen ins Schlafzimmer gingen und Andreas mich langsam entkleidete, um meinen mit Prellungen übersäten Körper zu streicheln, war ich der festen Überzeugung, dass ich mein Erinnerungsvermögen jeden Augenblick wiedererlangen müsse. Aber selbst als er meine blauen Flecken mit sanften Küssen bedeckte, verspürte ich nichts als ein schwindendes Interesse. Hatte der Schock mich vielleicht auch jeglicher Gefühlsregung beraubt? Dass ich ein Baby hätte bekommen sollen, setzte meiner Meinung nach doch eine unbändige Liebe und ein unbezähmbares Verlangen zu jenem Mann voraus. Er machte eine Flasche Wein auf
und seine bedeutungsvollen Blicke ließen mich ahnen, was nun auf mich zukommen würde, obgleich es auch hieran keine Erinnerung gab. Damals war ich gewiss nicht gefühlskalt gewesen. »Arme Sabrina«, murmelte er, »meine arme kleine Sabrina«, ich kam mir in seinen Armen wie eine Wachsfigur vor. Nachdem es vorbei war, stützte Andreas den Kopf auf seine Ellenbogen und blickte auf mich herunter. »Entsinnst du dich jetzt an all die anderen Male?« In seiner Stimme war ein leicht gereizter Unterton nicht zu verkennen. Ich öffnete die Augen und ließ meinen Tränen freien Lauf. Das war wirklich das Schlimmste von allem. Ich hatte schon unzählige Male vorher mit diesem Mann geschlafen und konnte mich einfach nicht mehr daran erinnern. Plötzlich berührte etwas Kaltes, Metallenes meine Wange. Ich griff danach und hatte einen Augenblick lang das Gefühl, endgültig den Verstand zu verlieren. Es war der gleiche Kettenanhänger mit dem Skorpionzeichen, den ich immer als meine einzige Verbindung zur Vergangenheit angesehen hatte. Aber dieser Anhänger hing an einer heilen Kette, und zwar um seinen Hals. Andreas lächelte mich an, und ich traute meinen Augen und Ohren kaum. Dies ganz neu. Ich habe meine alte Kette irgendwo verloren, und da ich so abergläubisch bin und mein Sternzeichen als Glücksbringer betrachtete, muss ich mich ganz schnell eine neue kaufen. Und plötzlich, mit dem Anhänger an seinem Hals vor Augen, erinnerte ich mich wieder, genau, so genau, als sähe ich alles wie in einem Film noch einmal vor mir. Ich sah mich wieder im Wagen sitzen, den Andreas oberhalb der Steilküste geparkt hatte. Ich hatte ihm gerade von dem Baby erzählt und seine Reaktion darauf ließ mich von neuem schaudern. Mir fielen wieder diese schrecklichen Worte ein, haarsträubende Worte, die völlig ohne Zusammenhang zu sein schienen und schließlich doch einen Sinn ergaben. »Mein Gott, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Sieh zu, dass du die Sache so schnell wie möglich beendest. Lass das Kind abtreiben. Tja, ich kann dir da auch nicht helfen. Du weißt ja, wie das ist, mit einer Frau und zwei Kindern in Köln.« Ich hatte die Autotür aufgerissen und war losgerannt, völlig ziellos und ohne zu wissen, was ich als Nächstes zu tun gedachte. Dann diese Schritte, die immer näher kamen. Ich drehte mich um und im selben Moment verlor ich den Boden unter den Füßen. Ich riss meine Arme hoch, in der Hoffnung, irgendwo einen Halt zu finden. Einen Moment lang schien es mir auch gelungen zu sein. Ich fühlte den Kettenanhänger in meiner Hand, den Andreas immer um den Hals trug. Dann riss die Kette und um mich herum wurde alles schwarz. Das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht, als er fühlte, dass irgendetwas mit mir nicht stimmte. In einem verzweifelten Versuch, vor ihm zurückzuweichen, schlang ich die Bettdecke um mich. Meine Nacktheit erschien mir plötzlich obszön. Fieberhaft wühlte ich in dem Kleiderhaufen auf dem Stuhl nach meiner Rocktasche, dann warf ich ihn, den Kettenanhänger und die zerrissene Kette ins Gesicht. »Dir gehört sie also!« Nur mit Mühe gelang es mir, seine Hände aus seinen Händen auszuweichen, die nach mir greifen wollten. Jetzt war es offensichtlich klar geworden, dass das Spiel aus war. Mein Blick hatte wohl alles gesagt. Zornig fuhr er mich an. »Du bist gefallen. Es war nicht meine Schuld. Du bist ganz einfach hingefallen.« »Und du? Du hast mich einfach dort liegen lassen«, bemerkte ich sarkastisch. »Ich habe immerhin den Krankenwagen gerufen«, entrüstete er sich. »Du konntest doch nicht einmal wissen, ob ich überhaupt noch am Leben war.« »Himmel nochmal, das kannst du nicht verstehen. Da gab es doch nichts, was ich noch hätte tun können. Natürlich hatte ich mir schreckliche Sorgen gemacht.« Nach einer kurzen Pause fügte er mit eiskalter Stimme hinzu. »Außerdem hast du das alles doch allein dir selbst zuzuschreiben. Mich trifft da keinerlei Schuld. Wer hat sich mir denn von Anfang an den Hals geworfen?« Während er all dies sagte, kamen mir lauter andere Dinge wieder ins Gedächtnis zurück. Der Verlust meiner Eltern zu einem Zeitpunkt, zu dem ich ganz besonders auf sie angewiesen war. Das entsetzliche Gefühl der Einsamkeit in einer fremden Stadt, in der ich noch keine Freunde gefunden hatte. Die Sehnsucht nach einem Menschen, der sich um mich kümmerte. Vielleicht war das, was Andreas da sagte, gar nicht so falsch. Vielleicht hatte ich tatsächlich von Anfang an zu viel in unsere Beziehung hineininterpretiert. Langsam begann ich mich anzuziehen. Ich spürte, dass Andreas mich vom Bett aus genau beobachtete,
Aus allen Schubladen und Schränken kramte ich Sachen hervor, von denen mir inzwischen wieder eingefallen war, dass sie mein Eigentum waren. Ich warf alles wahllos in einen alten Koffer, der in der Garderobe stand. Dann zog ich meinen alten Mantel über, dessen rechter Ärmel halb ausgerissen war. Erst jetzt fand Andreas seine Sprache wieder. »Glaubst du mir nicht?« »Oh doch, ich glaube dir. Und wie ich dir glaube.« »Warum gehst du dann fort? Und wohin willst du überhaupt gehen?« Ich blickte ihn an. »Das weiß ich selbst nicht.« »Zu Tobias Kainz?« Ein Anflug von Eifersucht lag in seiner Stimme. »Du hattest doch schon immer eine Schwäche für ihn.« Ich machte mir gar nicht erst die Mühe, ihm zu antworten. Warum auch? Ich ergriff meine Handtasche und wandte mich an der Tür noch einmal um. Auf Wiedersehen. Nichts regte sich in mir, als ich mich auf diese Weise kühl von ihm verabschiedete. Dann verließ ich für immer die Wohnung, in der ich so zahlreiche Stunden in hingebungsvoller Liebe verbracht hatte. Ich ging langsam die Treppe hinunter und stand allein auf der Straße. An diesem Abend würde ich schon irgendwo eine Unterkunft finden, wo mich niemand störte und wo ich ganz allein sein konnte. Es gab ja so viele Dinge, über die ich jetzt nachdenken musste. Bot sich mir jetzt nicht die Gelegenheit, ein völlig neues Leben zu beginnen? Würde Tobias Kainz darin eine Rolle spielen? Ich wusste es nicht. Nur über eines war ich mir jetzt völlig im Klaren. Bevor ich mich wieder mit einem Mann so weit einlassen würde, wie es mit Andreas der Fall gewesen war, musste ich von meiner und vor allem von seiner Liebe überzeugt sein. Sicher würde bis dahin einige Zeit vergehen. Aber was machte das schon? Zeit hatte ich ja jetzt mehr als genug. Vorerst war ich einfach berauscht von dem herrlichen Gefühl, endlich wieder zu wissen, wer ich wirklich war. Alles andere würde die Zukunft bringen. Ich war zuversichtlich, dass alles nur besser werden könnte.